Klasse geht's hier? 2a. 2b. Wir finden es toll, dass ihr herkommen seid und einen Streit in einem Schlichtungsgespräch lösen wollt. Wir werden euch bei eurem Streit helfen, aber grundsätzlich macht es das selbst. Es gibt bei uns ein paar Regeln, die gelten für euch und für uns. Für uns gilt zum Beispiel, wir sind unparteiisch. Das heißt, wir halten zu keinem von euch beiden. Und es bleibt alles vertraulich, was ihr uns dort zahlt. Also wir reden nicht draußen das weiter. Okay. Für euch gilt, dass ihr euch nicht unterbrecht. Nicht irgendwie Schimpfwörter zum Raufen oder irgendwie Sachen zum Anfangen. Das wollen wir ja nicht. Okay. Der Ablauf wird so sein. Ihr erzählt uns beide eure Sichtweisen. Und dann schreibt ihr eure Lösungsvorschläge auf den Zettel und gebt sie uns. Gut zueinander, vertrauen einander, alles tun miteinander, zu eng aufeinander, besser verlieren, die Macht dir die Macht zu verleihen, machtlos zu sein, lieber die Macht dir die Macht. Wer von euch beiden möchte denn anfangen mit mir zählen? Ich nicht. Ihr war auch nicht. Okay, dann machen wir das so. Wir werfen jetzt eine Münze. Du bist Kopf, du bist Zahl. Kopf. Es war so, in der Pause haben die Emma und ihre Freundin mit einer Federschaufel jemanden umgeworfen. War das deine? Nein, zum Glück nicht. Und dann hat sie halt meine Schultasche vom Haken runtergerissen. Und dann ist sie einer drüber gefallen und mit den Knie aufgefallen. Und jetzt habe ich es dann eh schnell ausgeräumt und eine Eisteeflasche an den Sprung gehabt. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Bioheft nass war und hat halt Flecken gehabt. Und deswegen habe ich jetzt alles nachschreiben. Und wir müssen das Bioheft übermorgen abgeben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Emma hat mit ihren Freundinnen in der Pause mit einer Federschachtel herumgeschmissen. Und sie sind halt wild herumgelaufen. Ja. Also sie ist dann zu deiner Schultasche gekommen, hat sie vom Haken gerissen, ist weitergelaufen und beim nächsten Mal, wie sie vorbeikommen ist sie drüber gefallen und wie war das? Und dann ist sie mit den Knien rauf und ich habe eh gleich ausgeräumt, aber die Eisteeflasche hat einen Sprung gehabt. Also die Eisteeflasche war halt kaputt und der Saft ist ausgeräumt und auf der Biologieheft. Mhm. Und das hat jetzt Flecken und du musst das jetzt nachschauen, weil ihr müsst das Heft dann abgeben. Ja. Und du, Emma? Ja, es war so. Ich habe halt in der Pause mit meinen Freundinnen in der Federschachtel umgeworfen. Und dann bin ich halt über die Schulterschiffe von der Lena gestolpert. Und dann ist der Eiste ausgerunden. Und das ist halt auf ihr Biologieheft nachher raufgerunden und jetzt hat ihr Biologie
Heftflecken, nur ich habe das ja nicht absichtlich gemacht. Und ich meine, es sind ja nur ein paar Flecken. Wenn ich das richtig verstanden habe, du hast mit deinen Freundinnen in der Pause mit einer Fädelschachtel gespielt. Mhm. Das war nicht deine? Nein. Okay. Du bist an der Lene ihrer Schultasche vorbei und hast sie vom Haken gelesen. Stimmt das? Ja, das kann schon sein. Ich habe es halt nicht bemerkt. Okay. Und dann bist du nochmal vorbei und bist drüber gestolpert. Mhm. Bist dann auch mit den Knie aufgekommen? Ja. Und dann ist die Flasche halt aufgeplatzt und da ihr BU-Heft war nass. Ja. Also hast du jetzt verstanden, dass das für sie ein Problem ist, dass sie das jetzt nachschreiben muss und weil sie, sie hat also eine strenge Lehrerin und weil ihm das Heft versaut ist und sie muss das jetzt nachschreiben? Mhm. Verstehst du, dass sie das nicht absichtlich gemacht hat? Jo, ich verstehe es eh, aber in meinem Heft ist trotzdem nass und ich muss nachschreiben. Das ist klar. Also, wir haben da jetzt zwei Zettel und Stifte. Und ihr könnt euch jetzt eure Lösung also draufschreiben. Erstens, was ihr euch selber vom anderen wünscht, dass er beim nächsten Mal besser macht. Was ihr persönlich besser machen könnt. Und eine Lösung, wenn ihr nicht wisst, was jetzt mit dem Heft passieren soll. Okay. Okay, bin fertig. Gut, schnell den Zettel und den Stift auch bitte. Ich bin auch fertig. Wir vergleichen jetzt eure Lösungsvorschläge. Und zwar hat die Emma geschrieben, dass sie beim Nachschreiben helfen wird. Und die Lena hat geschrieben, dass die Emma beim Nachschreiben helfen soll. Mhm. Ist euch das recht, wenn wir das aufs Formular schreiben? Ja. Ja. Gut. Und die Emma hat geschrieben, dass die Lena also ihr verzeihen soll. Okay. Gut. Dann hat die Emma noch geschrieben, gleich sagen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Das verstehe ich nicht ganz, was meinst du damit? Ja, dass sie das nächste Mal das nicht einfach liegen lassen und gleich der Lene das sagt, dass damit das passiert ist. Okay, ist dir das auch recht? Ja, mir ist recht. Gut. Wenn das für euch in Ordnung ist, dann ist die Lösung, dass die Emma der Lena beim Nachschreiben helfen wird. Mhm. Ist euch das recht? Mhm. Ja. Okay. Gut. Hast du das aufgeschrieben? Ja, das habe ich aufgeschrieben. Und wenn euch das jetzt recht wäre, dann würdet ihr bitte unterschreiben. Ja. Wir unterschreiben da jetzt dann auch noch. Lieber die Macht, dir die Macht zu verleihen. Noch mit deinem Handschlag bekräftigen würde. Sicher. Und unterschreibst bitte auch. Damit wären wir dann fertig. Super, habt ihr es gemacht. Ihr habt eine tolle Lösung gefunden. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Raisins come from grapes. People come from apes. I come from Canada. I came in first place in a non-existent race to rebuild the Parthenon. The Parthenon's in Greece, or was it in Greece too? I can't keep my movie straight. When I make mistakes, I use a lot of salt, 'cause salt makes mistakes taste great. I don't want to be a bother, but